Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6 von Gothic 2 Lobos. Wir sind noch mitten in der Mine, natürlich, wie soll es auch anders sein. Ich hole mir direkt erstmal beim DD die tägliche Ration ab. Brot und Wasser, vielen Dank. Nein, ich wollte nicht nochmal draufklicken. Ja, er scheucht uns weg. Vollkommen okay. Der verkauft einen Apfel. Und diese zwei eigentlich wertvollen Pilze. So, die Frage, wie kommen wir an das Gold? Silberner Kerzenständer bringt auch nicht so viel ein. Wie dem auch sei, wir können jetzt ein bisschen was abgeben. Wir gucken nach Albert. Wir gucken nach Jul. Sofern wir ihn finden. Albträume noch keine Ahnung. Aber vielleicht kann er überredet werden. Das heißt, wir müssen mit Cäsar und oder Aaron sprechen. Wir gucken erstmal nach Albert und Jul. So. So, der Albert müsste irgendwo. Hier sein Amar, hat er nichts zu erzählen, ne? War, glaube ich, auch irgendein miese Peter. Wo marschiert hier alles rein? Sträfling, Sträfling, Stefan. Ah, Jul, perfekt. Warte mal. Ich habe was dich interessieren könnte. Bring der Stärke. Das gefällt mir. Okay, wenn du willst, bringe ich es dir bei. Hör mal, du hast einen soliden Knüppel an deiner Seite. Wo kann ich so eine Waffe herbekommen? Wenn es dich interessiert, habe ich einige hölzerne Betäubungswaffen im Angebot. Sag mir Bescheid, wenn du was bezahlen kannst. Oder wenn du was zu bezahlen hast. Ja, zeig mal, was du hast. Ein Butlerknüppel tatsächlich. Da braucht aber auch 30 Stärke. Das ist schon heftigst. Wir haben einen Belegnagel, haben wir schon. Ein Stock. 22 ist kacke. Nagelknüppel wäre gar nicht so übel, aber ja, das kaufe ich jetzt nicht. Das kann man dann machen, wenn man es wirklich braucht. Bring mir bei, wie man kämpft. Wenn du nichts im Kopf hast, wirst du auch nichts lernen. Wir fangen mit den Grundlagen an. Okay. Ja, das war mir schon beinahe klar. Das kostet Nuggets und Lernpunkte. Können wir uns nicht leisten? Wir müssen ja eigentlich wieder erstmal eine Pause einlegen, bevor wir hier wieder Vollgas geben. Heißt, wir gucken uns erstmal nach Albert. Da ist Stefan. Sträfling. Aber die Quest Grundkenntnisse des Kampfes ist schon mal abgeschlossen. Wir haben einen Haufen EP bekommen, sind jetzt Level 3, haben auf jeden Fall eine Menge Lernpunkte erstmal über. Da war das nicht ganz so schlimm mit den 3 Punkten, die ich jetzt versammelt habe, will ich wohl meinen. So, wo war denn der Albert? Oh ne, da hinten liegt jemand. Sträfling, Bandit. Oh nein. Nichts zu plündern. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Ich hoffe mal, der soll tot sein. Hey. Hey, ich bin auf der Suche nach Albert. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Schau unter dem Gerüst hinter der Kiste. Sie haben seinen Leichnam noch nicht weggeräumt. Was ist mit ihm passiert? Er ist vom Gerüst gefallen, wenn ihm nicht jemand geholfen hat. Das ist jetzt natürlich bitter. Liegt irgendwo unter dem Gerüst. Ja, da waren wir ja schon. Wir haben ja erst Albert gefunden und dann mit jemandem gesprochen, der dafür irgendwie zuständig war. Das ist jetzt natürlich... Doof. Doni. Ey, hast du Albert irgendwo gesehen? Der alte Albert, ich grab gerade nach Erz, als dieser Idiot plötzlich runterfällt, direkt auf seinen Kopf. Bist du gekommen, ihn abzuholen? Wenn nicht, dann verpiss dich von hier. Ja, das ist, bitter. Er hat sich umgebracht. Uff. Mr. Milizmann hat nichts zu sagen. Der hat vermutlich auch nichts zu sagen. Tja, also scheinbar soll das wohl so sein, dass der drauf geht. Da ist der Jul. Da ist der Streitsüchtige, der schon auf die Mütze bekommen hat. Also das heißt, wir gehen jetzt mit der Information zurück zu... Nee, nicht Frederik. Doch, Frederik. Dann auf zu Frederik. Der wird sich bestimmt freuen. Nicht. Der arme Kerl kann ja nicht leid tun. Da musste ich wieder niesen. Kerbig ist nicht Frederik.
Fredrik müsste ja in dem kleinen Zwischengang sein. Wir haben auf jeden Fall einige muntere Gesellen hier. Das gibt auf jeden Fall noch eine Mordsgaudi. Wir gucken auf jeden Fall, dass wir das alles so schnell wie möglich erledigen können. Benito, den machen wir auf dem Rückweg nass. Und dann gucken wir mal, wie das hier läuft. Was war das hier für ein Kerl? Das, warum können wir zu dem nur so unfreundlich sein? Das müffelt doch nach Schlägerei. Oh. Da beleidigt man kurz mal den Opa und schon fällt man tot um. Alles klar, das scheint wohl... wohl oder übel ein Schwarzmagier zu sein, der aus Lust und Laune hier jetzt ein bisschen nach Gold gräbt. Also was der mit uns macht, kann er auch mit jedem anderen Wächter hier machen. Ah, der war doch der mit dem Diebestalenten, oder? Gut, er hat nichts zu sagen. Ich meine, der war's. Hey. Fredrik, wir haben, naja, also wie soll ich sagen? Ich glaube, ich habe Albert gefunden. Und? Was ist mit Raven? Warum Raven? Er ist tot. Er ist auch tot? Wie konnte das passieren? Offenbar ist er vom Gerüst gestürzt und hat sich das Leben genommen. Verflixt, genau das habe ich befürchtet. Hast du etwas bei Albert gefunden? Er hatte nichts bei sich. Ah, diese Tiere hatten ihn bereits ausgeraubt. Weißt du, ich hätte dir noch eine Sache zu sagen. Ich verstehe, dass ich dir nicht die besten Nachrichten gebracht habe, aber du könntest mich mit etwas belohnen, weil ich Albert gefunden habe. Es war keine sehr schwierige Aufgabe, aber sei es drum, ich gebe dir etwas Papier. Wozu brauche ich Papier? Soll ich mir damit auf dem Klo den Arsch abwischen? Mehr Respekt, Junge. Magier benutzen Papier wie dieses, um Zaubersprüche zu erschaffen. Das ist ein bisschen was wert. Hör zu, ich möchte, dass du etwas für mich suchst. Albert trug eine gewisse gegossene Kupferplatte bei sich. Sie hatte früher mal mir gehört. Er sollte sie mir geben, falls wir es schaffen sollten, die Mine zu verlassen. Ich hätte es lieber gesehen, wenn er am Leben geblieben wäre, aber in dieser Situation ist dieser Gegenstand für ihn nutzlos. Na gut, aber ich hoffe, dass ich etwas Besseres als ein Stück Papier dafür bekomme. Du wirst ja deine Belohnung selbst aussuchen können. Goldnuggets oder etwas, das deine Erwartungen übertreffen wird. Ja, dann natürlich keine Nuggets. An die komme ich eh. Gut, ich werde das Blech für dich suchen. Ich danke dir. Es ist fast vollständig aus Kupfer. Und ich werde danach suchen, aber ich kann nichts versprechen. Anscheinend wird bald ein Trupp Soldaten eintreffen. Wer hat dir davon erzählt? Na, der Koch Manolo. Er sagte, das Militär würde Säuberungen durchführen, aber ich weiß nicht, was er damit meinte. Das klingt beunruhigend. Ich habe auch schon von einem geplanten Besuch einer Truppe von Soldaten gehört, aber das ist das erste Mal, dass ich von Säuberungen höre. Ich frage mich, was sie vorhaben. Ich bin auch neugierig. Vielleicht wollen sie die Sträflinge säubern? Nein, das würde keinen Sinn machen. Sträflinge machen ja nicht viel Ärger. Da fällt mir nur eines ein. Sie haben vor, in den geschlossenen Teil der Mine zu gehen. Ich weiß nicht, was zum Teufel dort vor sich geht. Vielleicht wollen sie diesen Teil der Mine für den Abbau vorbereiten und sind dabei auf ein paar Monster gestoßen. Das ist möglich. Wir müssen die Situation im Auge behalten. Ich würde nicht wollen, dass irgendwelche Ungeheuer unerwartet aus der Mine auftauchen. Dies nur zur Information. Okay, jetzt haben wir nochmal 3 Nuggets bekommen. Damit sind wir wenigstens wieder bei 20. Hey, warte mal, mein Freund. Was willst du? Du schleichst doch hier in der Mine herum, als würdest du nach etwas suchen. Ja, na und? Hab eine Idee, wie wir Geld verdienen können, ohne uns selbst anzustrengen. Vielleicht kommen wir sogar aus der Mine raus. Bist du daran interessiert? Ich komme nochmal auf dich zurück, Rafek. Ich muss jetzt nämlich erstmal zu Thaddeus. Denn ich habe ein Stück Papier. Also hier greift eins ins andere. Die Quests sind bisher nicht allzu komplex. Dafür sehr zahlreich. Gar nicht mal so übel. So, das da hinten ist der Schwarzmagier oder Dämonenbeschwörer, was auch immer. Gefährlicher Kerl auf jeden Fall. Haben wir hier noch irgendwas? Sieht doch beinahe so aus, als könnte man da hochklettern. Auf jeden Fall ein Dunkelpilz. Mal gucken. Aha! Ich wusste doch. Das wird belohnt. Okay, Apfeltabak. Ich dachte, es wäre Gold. Apfeltabak und ein Hammer. Naja, besser als nichts. Stopp. Dann würde ich sagen, gehen wir erst zum Benito, prügeln den windelweich. Und dann können wir nämlich mit 2 guten Nachrichten zum Thaddeus. Das wäre ja im Sinne aller. Hey, du.
Thaddäus schickt mich. Er hat es satt, dass du ihn regelmäßig beklaust. Und so ein Schuft schickt er hierher. So, und das mit Benito ist natürlich jetzt ungefähr auf demselben Niveau wie bei diesem streitsüchtigen Banditen. Beziehungsweise ist sogar noch ein Stück leichter. Wäre auch gelacht, wenn so eine Quest am Anfang so schwer wäre. Ja, das ist bei so einem streitsüchtigen Butler oder so, ist das was anderes, weil das ist ja wirklich rein optional, das hat auch keinen Quest-Zusammenhang oder so. Ja, dementsprechend, das, wenn man es hinkriegt, wird man belohnt, wenn nicht, ist halt auch nicht so schlimm. Aber mit Benito hier sich zu boxen, ist tatsächlich sehr machbar. Aber ich habe mir noch keine Ahnung, wie hoch der Schwierigkeitsgrad insgesamt mit der Mod so sich verhält. Ich dachte ja eigentlich, ich kann den Schwierigkeitsgrad wählen. Aber, ui, okay, da habe ich ihn wohl doch ein bisschen unterschätzt. Da hat er nur bisher kein Crit gelandet. Und aber wenigstens auch keine hohe Crit-Chance, wie es scheint. Gute Treffer. Diese setzen und speichern. Zack. Ja, Benito machen wir nass. Das ist kein großes Thema. Jetzt nur keinen Crit kassieren, ne? Ganz wichtig. So, und der gibt 100. Das war klar, dass der weniger gibt als der andere. Hat aber auch einen Belegnagel dabei. Übrigens, der Hammer, den wir gefunden haben, ist sogar eine Waffe. Ist ja Wahnsinn, echt? Die Reichweite steht nicht dabei, ne? Ist vermutlich geringer. Egal, wenn du blutst mal den Hammer. Bin ein bisschen auf den Kopf geklopft. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Nichts gibt's. Warte mal. Du lässt ihn jetzt in Ruhe. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Du lässt ihn in Ruhe oder ich brech dir alle Knochen. Du wirst mir nichts befehlen. Ich werde tun, was mir gefällt. Sobald es mir besser geht, werde ich deinem Freund eine Lektion erteilen. Das kannst du ihm ausrichten. Ich sehe schon, man muss dir wieder das Fell gerben, hm, Halunke? Du kannst mich schlagen, so viel du willst. Das wird dir nichts bringen. Ja, das ist ja irgendwie ein bisschen betrüblich. Aber das hat ihn nicht beeindruckt. Ganz im Gegenteil, jetzt will er sich rächen. Vielleicht kann ich jemand anderes überzeugen. Nur wer, wenn keine Angst hat, verprügelt zu werden? Ja, das ist eine gute Frage. Umbringen können wir natürlich auch, ne? Ob das im Sinne des Erfinders ist, weiß ich nicht. Jetzt müssen wir erstmal wieder Thaddäus suchen. In dieser riesigen Anlage hier. Thaddäus war aber, glaube ich, auf der Seite. Wenn mich nicht alles täuscht, da ist er doch. Ja, ich habe Pergament für dich. Verflixt, du hast es geschafft, so etwas hier zu finden. Sagen wir einfach, ich versuche in jede Ecke zu schauen. Leider kann ich dir kein Gold geben, denn ich kann kaum die tägliche Norm schaffen. Wie wär's mit einem kleinen Tausch? Warum das? Du gibst mir dieses leere Pergament, ich gebe dir das hier. Wenn ich mich nicht irre, steht da eine Art Zauberspruch drauf. Was für ein Zauberspruch ist das? Ich weiß es nicht, bitte. Ein Schlafzauber. Ja, ich glaube, den kann man bestimmt noch sehr, sehr sinnvoll einsetzen. Jetzt haben wir nur das Problem, dass der immer noch verprügelt werden möchte. Das ist irgendwie doof. Nun gut, ein bisschen was haben wir abgehakt. Geheimnisse in der Mine bleiben wohl. Das ist vielleicht auch eine Hauptquest. Aquamarin für ihn in der Höhle finde, die von dem Wächter. Ja, da könnte man doch vielleicht direkt den Schlafzauber anbringen. Heieiei. Das nicht gemacht. Wer ist denn das? Wer bist denn du? Ein neues Gesicht. Ich bin Mauro, ein ehemaliger Seemann und Viehzüchter. Und bist in der Mine gelandet. Wir haben die Angewohnheit, uns von den Neuankömmlingen sagen zu lassen, warum sie hier sind. Ich bin nicht in der Stimmung, darauf zurückzukommen. Egal, ich werde es wahrscheinlich bald von jemand anderem erfahren. Und warum bist du hier gelandet? Um mich zu erinnern... So, was denn? Nur ein Scherz. Ich war mal ein schlechter Mensch. Ich habe gemordet und vergewaltigt, was ich aufrichtig bedauere.
Ich war jung. Es gelang mir, den Folgen zu entkommen und mich auf Dauer in einer verschlafenen Stadt niederzulassen. Einmal gab es eine Auseinandersetzung zwischen mir und einem ehemaligen Nachbarn, in deren Folge seine Hütte niedergebrannt wurde. Er selbst verbrannte auch und mit ihm seine ganze Familie und seinen Hab und Gut. Ich habe mich dann einige Wochen lang in einem anderen Ort am Stadtrand versteckt, aber der Dorfbewohner dort hat mich für eine Handvoll Münzen an die Wachen ausgeliefert. Das ist keine Geschichte, die ich gerne erzähle. Alte Geschichte. Wie lange bist du schon hier? In der Mine? Nein, ich hatte nicht einmal Zeit, den Platz richtig anzuwärmen. Die Mine selbst gibt es auch erst seit kurzer Zeit, ich meine in ihrem jetzigen Zustand. Davor war es ein Haufen Geröll und ein großes Loch im Boden. Das Gute daran ist, dass man von hier aus wenigstens den Himmel sehen und den Wind spüren kann. Man kann sich auch die Furia ansehen. Es gibt einem einen Schub. Ist zwar besser als manche dunkler Kerker, ne? Aber es ist sehr feucht hier. Das Wasser rinnt von den Felsen in die Mine. Die Nächte sind auch nicht angenehm. Es herrscht eine durchdringende Kälte, die durch die Felsen dringt. Deswegen durchdringend. Es gibt nicht einmal etwas, wo man sich zudecken könnte. Ja, das ist bitter. Würdest du nicht gerne zum Erz wechseln? Nee, mir geht's gut hier. Es ist nicht leicht, aber dort ist es noch schlimmer. Ha, okay. Joe. Hey, du. Warum kann ich mit dem nicht reden? Habe ich von dem nicht die Pflanzen geklaut? War das überhaupt eine Quest oder war das eine... Ja gut, es erhöht wirklich nur Lebensenergie, das war vielleicht eine Verschwendung am Anfang. Aber was soll's? Was soll's? Das ist eigentlich noch schnelles Geld. Ah, okay, da brauche ich noch einen dritten Brocken Erz für. Der eine oder andere hat hier wohl sogar einen Plan. Albträume, keine Ahnung. Ich würde sagen, das Sinnvollste ist jetzt einfach Erpresser weiter anzugehen. Das heißt, ich guck mal, wo dieser Locke ist. Hau dem einen Schlafzauber rein. Stibitz alles, was da ist. Dann haben wir 10 Gold noch für den Erpresser und noch 10 für den guten Cäsar. Hey! Dann könnte man den Tag wirklich optimal nutzen. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Ne, da geht's da rein. Ich muss, glaube ich, zurück. Ich meine, der Locker war wo ganz anders. Da hinten ist Cäsar. Hier hinten geht's hoch in den Hauptgang. Hacken können wir schon gar nichts mehr. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Ja, und dieser Coffee, ne, dem könnten wir noch den Eintopf geben, aber irgendwie will ich das nicht, weil das ein Stärkepunkt wäre. Das ist ja Moss, das ist nicht der, um den es sich hier handelt. Der Locke, war der irgendwo hier? Hier geht's ja zu dem zum militärischen Bereich, das können wir vergessen. Das ist der Locke, ne? Genau, hier können wir jetzt Reibach machen. Das gibt doch nur noch mehr. Hier können wir schon Goldklumpen abziehen. Und einen Kochlöffel. Und einen Haufen anderer Scheiß. Können wir den irgendwie ausrauben? Nee, ne? Liegt hier noch irgendwas? Nö. Wir brauchen noch ein bisschen Gold rum. Und da ist auch schon unser dritter Erzklumpen, den wir auch noch gebrauchen können. Abgenutztes Kurzschwert, alles klar. Noch eine Truhe. Oh, zweimal Blitz, Blitzschlag, Apfeltabak. Ein bisschen Krams, doch, doch. Der greift uns direkt bei Sichtkontakt an, alles klar, das habe ich nicht gewusst. Das ist eine schlimme Sache. Dann müssen wir hier auf jeden Fall. Müssen wir auf jeden Fall Gas geben. Da dürfen wir hier auf jeden Fall keine Zeit verschwenden. Sobald er uns nämlich sieht, sieht's böse aus für uns. Goldener Krimskrams, da liegt noch was. Direkt an die Truhe. Zack, zack,
zack, zack, zack, zack, zack, zack. Da liegt noch Gold. Jetzt steht der Typ natürlich schon wieder. Heieiei. Können wir direkt mal die Schmerzgrenze hier testen. Okay, nee. Das war gerade ganz schön knapp. Aber hüpfen alleine hilft leider nicht. Ihr wisst ja, manch anderer Mod genügt allein das Hüpfen zur Fortbewegung und man wird dabei nicht bemerkt. Aber leider haben wir wohl nicht so ein Glück. Gerade im Moment zumindest. Das heißt, ich muss mir echt überlegen, wie ich hier wieder zurückkomme. Und wir müssen auch gleich kämpfen in der nächsten Folge gegen ein paar Ratten. In diesem Sinne hoffe ich mal, dass das hier ein gutes Ende nimmt. Bis dahin. Tschüss.